So, ich fahre los im Extremwetter. Man sieht im Schnee. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt da hinkomme, wo ich hin will. Und ich habe einen Termin. Jetzt muss ich wieder umdrehen. Ich muss machen. Ich muss es links mal probieren. Kühl ist es, wie man sieht. Heiße Fahrerei. Muss sagen. Der Wind von vorne, eisig. Ein Schatz sagt, die Sonne kommt raus. Stattdessen ist neblig und saukalt. Jetzt brauche ich aber beide Hände am Lenkrad. So was, was ich jetzt mache, dass man nur die Hardcore-Fahrrad fahre. Anderen mache ich das nicht. Ja, heiße Fahrerei. Ja. Es geht doch ohne Tunnel, kann man gut bremsen, kann man gut fahren. Mal sehen. Ja, ringsrum ist alles zugefroren. Natürlich wird er eingepackt wie so ein Ritter. Das ist, glaube ich, klar. Der Ritter ist alles zugefroren. Kein Vogel zu sehen. Da fliegen mal welche rum. Auch schwierig, nur mit einer Hand zu fahren. Muss ich auch sagen, aber geht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so gut geht. Wie verändert das alles aussieht. Ja, wenn man so daheim sitzt, jetzt im warmen Sessel, einen Kaffee trinkt, den Tee, das Film, den Film heute sieht, das ist doch bequem. Und dann hat man natürlich nicht die Haptik, also das Gefühl, wie es ist, wenn man draußen ist und das live erleben kann. Ach, gut, zum Freund. Im Wetter in der warmen Karre sitzen hin und her kommen, das kann ja jeder. Heiße Fahrt, muss schon sagen. Sorry. Wenn jetzt morgen Weihnachten wäre, der übermorgen, das ist eine Woche der Fall, hätte jetzt perfekt gepasst mit dem Wetter. Da die Tannenmühle im Schnee, ganz seltenes Bild. Jetzt unten drunter die Handschuhe, das spüre ich schon wieder, dass da die Kälte sich bemerkbar macht. Aber unten drunter die Jacke, da schwitze ich wie verrückt. Das
sieht man jetzt ganz einfach. Das ist jetzt der hundertprozentige Beweis. Gore-Tex taugt einen Scheißdreck. Das ist einfach nur Ölklamotte. Also wie gesagt, ein bisschen leichter als die gelben Dinge. Aber atmungsaktiv, was ein Schwachsinn. Was ein Schwachsinn. Dann dürfte man jetzt in den Textklamotte, die ich schon runter habe, die Funktionsklamotte, da dürfte ich ja überhaupt nicht schwitzen. Autsch, wenn so wäre. Insofern sind Absteig. Der Wetterbericht hat nämlich heute Mittag strahlenden Sonnenschein gemeldet. Die Temperatur 0 Grad. Die Wahrheit ist, es ist minus. Minus 3 oder minus 4 hier draußen. Und von welcher Sonnenschein? Wirklich kalt. Krasses Fahrrad, bitte. Awesome. Ja. Der Wind ist vielleicht kalt. Mein Gott. Da tränen einer durch die Augen und läuft einem die Nase. Wie verrückt. Wenn man so die Helligkeit anguckt, ich gucke da in den Himmel mit der Kamera, dann sieht man, dass da die Sonne ist. Da ist er. Das ist nämlich, ob es hier treibt, sehe. Ich muss aber nach vorne gucken, dann schnell auf die Bretzel fallen. Dass man es das sieht. Das soll ja richtig extrem kalt werden nachher noch. Wenn die Sonne weg ist, das ist wirklich extrem, noch viel schlimmer wie heute Nacht soll es werden. Ja, am Samstag minus 12 und am Montag oder am Dienstag schon wieder plus 10 oder plus 12. Da wird was kommen. Da wird wieder viele hinraffen. Da sind jetzt nicht neue Wohnungen frei. Die man dann trotzdem nicht bezahlen kann. Suspektes Leben. Da fahre ich doch selten. Normal sieht man das ja von hier aus schon, aber heute sieht es anders aus. Da sieht man selbst. Ich muss jetzt sagen, ist die Reisefahrerei. Ich habe meinen Termin, den lasse ich zu Hause. Ich werde wieder umkehren. Muss man vorher woanders hin? Das ist ja gewaltig. Hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt, dass es so ist. Der Wind macht mich kaputt. Es ist so kalt, ey, irre. Mann. Ja, im Winterfahren ist wirklich ganz anders als im Sommer. Muss man sagen. Ein wahres Wunder, dass ich überhaupt bis hierher gekommen bin. Der Wind ist ja nicht kalt, aber dadurch, dass der so viel Schnee drüber fährt, ist er wie Eis. Ja, da kann man sagen, wenn man da ein Auto hat, ist man besser bedient. Fahrradfahrer sieht man, wie es aussieht. Ja, da die Gänse. Ja, die Fliege, ach, die Müllfliege, das ist ja Fremde. Der Fliege.
ist schon ein abgefahrenes Wetter, ich muss das immer wieder sagen. Wow. Und drunter ist mir heiß, das ist unglaublich. Unglaublich. Man merkt trotzdem meine Brust, die Kühle. So ein bisschen. Sieht aus wie vom anderen Stern hier. Die Straße hört man, aber man sieht es nicht. Fahren in der Eiswüste. Ein Trostpflaster hat auf jeden Fall, wenn ich dann wieder zurückfahre, habe ich auf jeden Fall Rückenwind. Wenn ich die Zeit nicht gegen bin. Die Fahrt ist schon gefroren. Wenn man es sichert, dann spürst du mal. Ja, da hinten sieht man schon da, die also Helligkeit hinter dem Horizont. Das ist die Sonne. Ja, wenn ich nicht immer draußen wäre, dann könnte ich das gar nicht machen. Da drüben sieht man sehr schemenhaft die Bundesstraße. Das ist das Ringgebiet, Großumstadt. Wow! Ich bin schon mal 10 Kilometer durch die Eiswüste gepeitscht. Hui, 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 hui. Ja, das haben wir schon mal geschafft. Großumstadt ins Ringgebiet. Ist ein bisschen Wärme. So, wir haben schöne Blicke auf das Umstadt. Ein bisschen Zeit bis zu meinem Termin. Ah, Premium bitte. Kann aber nicht sagen, ob man das im Film sieht. Aber hier vorne, da blitzt es halt mal auf. Da sieht man es. Da fallen die feinen Schneeflocken runter. Und spiegeln sich im Sonnenlicht, da sieht man es. Ich glaube, man sieht es auch in der Kamera. Engelstaub. Ha, super. Da ist ja der warme Klumpe. Wenn der weg ist, dann wird es bitter. Na gut. So, mal schwenken schon und guck schon. Jetzt musst du mal einen Termin. So, und im Eisnebel führt mich dann mein Weg wieder zurück nach Hause. Wieder 10 Kilometer durch die Eiswüste. Gott sei Dank habe ich es machen lassen. Ich war nämlich gerade bei der Podologin hier in Großumstadt bei der Frau Lothar. Da mache ich nämlich schon immer hin. Weil die kann das super gut. Wenn man so krumme Füße hat wie ich, die wieder auf Vordermann zu bringen. Ha. Da bin ich natürlich jetzt doppelt froh, dass ich so saugut Licht habe. Das brauchen wir schon bei dem Wetter. Ja, schemenhaft in das Ringgebiet Großumstadt. Man sieht vielleicht da ein ganz feiner Sprühnebel. Ist das, aber ziemlich spichelglatt. Heute Nacht wird es ja minus 9 Grad werden. Das wird es bestimmt auch. Wow. So, da beende ich das mal. Sieht man jetzt eh nicht mehr so viel. Ausflug durch die Eiswüste. Und Umsteig ins Ringgebiet. 100 fahren kann er, jede Heizung anmachen. Elementar die Wirkung spüren, auf sich wirken lassen.
draußen sein, gegen die Natur kämpfen und sparsam. In diesem Sinne.